So, hallo, ich melde mich mal jetzt on camera richtig bei euch. Ja, ich bin wieder zu Hause von der Arbeit und ich sehe dementsprechend auch fertig aus, weil ich direkt danach mit meiner Schwester einkaufen war. Wir brauchten nämlich noch ein paar Dinge. Am Wochenende hat nämlich meine Schwester Geburtstag und da ist ja auch Halloween. Und deswegen mussten wir ein paar Sachen einkaufen. Ja, ich esse jetzt hier meine Schokoflips, was auch immer. Und dann mal sehen, was der Tag so bringt. Ich muss noch zu Hause ein bisschen sauber machen. Wäsche habe ich auch eben schon aufgehangen und gewaschen gehabt heute Morgen. Ja, dann melde ich mich, wenn es wieder was zu berichten gibt. Willkommen auf meinem Kanal. Jetzt wird Geschenke eingepackt. Nein, Spaß. Ich muss nur jetzt noch ein Geschenk einpacken für meine Schwester, denn bevor ich das vergesse, lieber nicht. Ich habe hier schon drei Geschenke. Ich werde in diesem Video nicht sagen, was das ist, denn ich weiß nicht, wann dieses Video online kommt und falls meine Schwester das schon vorher sieht, lieber nicht. Deswegen lasse ich es lieber mal. Ich hoffe, ihr seht es nicht hier im Video. Auf jeden Fall habe ich mich hier für so einen schwarzen entschieden, weil sie hat ja einen Halloween-Geburtstag und sie hat sich auch gewünscht, einen schwarzen. Deswegen passt das schon. Und dann werde ich jetzt eben schnell diesen Geschenk ein. So, jetzt bin ich endlich fertig mit einpacken und so sieht es dann von hinten immer aus. Aber ich drehe das natürlich um und dann sieht das so aus. Ich finde, es geht schon in Ordnung auf jeden Fall. Es kommt halt immer drauf an, wie man es hinlegt, ne? Oh, das muss so. So. Easy. Nein, ich weiß nicht, easy, aber. Ich habe es wenigstens hingekriegt. Mit ganz viel Herzschmerz und Fingerarbeit.
Ja, ihr Süßen, das war's dann auch mit meinem Vlog. Ja, ich habe wirklich nicht viel gezeigt. Es ist für mich auch immer ein bisschen schwierig, weil ich nicht weiß, wie ich meine Kamera hinstellen soll, damit ich euch alles zeigen kann, was euch womöglich interessieren könnte. Auch kann ich nicht alles filmen, was ich will. Zum Beispiel meine Familie, die will jetzt, glaube ich, nicht unbedingt ins Video rein oder irgendwas aus meiner Wohnung möchte ich jetzt auch nicht unbedingt in einem Video zeigen. Ja, aber ich werde versuchen, mein Bestes zu geben mit den Vlogs. Vielleicht werden irgendwann auch nochmal spannendere Tage kommen als heute. Muss ich halt auch nur sehen, wie ich das hinkriege, weil auch nicht alle meine Freunde in einem YouTube-Video zu sehen sein wollen, was ich absolut akzeptiere, wenn man es nicht will, wenn man es halt nicht und man muss es auch nicht. Ja, wie gesagt, ich hoffe, das hat euch trotzdem so ein bisschen gefallen. Heute war das so ein recht langweiliger und spontaner Vlog nach der Arbeit, einkaufen und sowas alles, aber das habt ihr ja alles schon gesehen. Ja, ich liege jetzt hier, oder eher gesagt, ich sitze hier in meinem Bett. Wir haben es jetzt 7:45. Es wird eigentlich jetzt auch nichts Spannendes mehr passieren. Ich werde jetzt gleich schauen, was es im Fernsehen gibt. Dann Fernseher glotzen, ja. Und dann irgendwann auch wieder schlafen gehen, weil ich morgen wieder früh raus muss. Ja, auf jeden Fall vielen Dank, dass ihr bis hierhin geschaut habt. Wenn es euch gefallen haben sollte, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Da würde ich mich riesig freuen. Und dann weiß ich auch, dass ich mehr solche Vlogs vielleicht mal drehen soll. Ich verspreche euch, es wird bestimmt auch mal spannendere Tage geben. Wie gesagt, ich kann aber nicht und will auch nicht alles aus meinem Leben zeigen. Ich brauche auch so ein bisschen meine Privatsphäre. Ich hoffe, ihr versteht das. Und ja, nochmal danke und tschüssi.